Rein ins Spiel, die Freiburger in Rot und Weiß zunächst von links nach rechts und von Beginn an die aktivere Mannschaft. Das ist Engelhardt, das ist ganz schön viel Platz für Engelhardt. Der Pass auf Schmied und schon steht's 1-0. Jonathan, genannt Johnny Schmied, einer von zwei Neuen in der Freiburger Startelf mit der frühen Führung. Engelhardt wird in dieser Szene aber mal gar nicht angegriffen, hat das Auge für Schmied und der hat die Ruhe. Na klar, 296 Bundesligaspiele hat er auf dem Buckel. Mit der Erfahrung machst du in der dritten Liga so ein Tor, aber mal ganz locker. 9. Minute, 1-0 Freiburg. Der Sportclub, auch nach oder gerade wegen der frühen Führung, die Mannschaft, die in der Anfangsphase wesentlich mehr fürs Spiel tut. Makengo, der Linksaußenverteidiger auf Offensivausflug, geht ins Dribbling, versucht das Zuspiel, aber wird geblockt. Egal, mutig, richtig mutig, was Jordi Makengo und die anderen Freiburger hier bislang anbieten. Erst Duisburgs Joshua Bitter macht hier in der 12. Minute die Tür zu. Gut 10 Minuten später und es bleibt beim Offensivfußball made in Breisgau. Das ist Julian Guttau und der hat auch wieder das Zuspiel auf Schmied. Der 32-Jährige bei seinem Comeback unheimlich präsent. 9 Monate Pause hat er hinter sich. Sein letztes Pflichtspiel war das DFB-Pokalfinale mit den Freiburgern im Mai vergangenen Jahres. Ja, und heute, da tut er den Freiburgern offenbar richtig gut. Der Sportclub macht immer weiter, auch nach einer halben Stunde. Julian Guttau, es ist der Wahnsinn, wie viel Platz die Mannschaft von Thomas Stamm bekommt. 25 Meter Torentfernung, die beste Chance für Julian Guttau auf das 2:0. Es ist ein bisschen Schema F, das Schema Freiburg, das die Breisgauer hier spielen können. Duisburg lässt sie machen. Tja, der MSV nicht nur defensiv erschreckend schwach, auch offensiv findet der ehemalige Bundesligist praktisch nicht statt. Das ist Stoppelkamp und das ist, Achtung, die beste Duisburger Offensivaktion in der ersten Halbzeit. Von einer Chance waren Stoppelkamp und Co. hier aber weit entfernt. Dann ist Pause. Fußball, Führung, Fasnacht. All das sorgt in Freiburg auch 4 Tage nach dem Valentinstag noch für ganz große Gefühle. Nichts zu knutschen gab es bislang für die rund 500 mitgereisten Duisburger. Die zweite Halbzeit. Und das Einzige, was sich ändert, ja, das ist die Richtung, in die die Freiburger nach dem Seitenwechsel spielen. Bräunig, extremst gute Flanke, Schmied zum ersten und zum zweiten und Tor. 49. Minute, 2-0 Freiburg und Schmied mit dem Doppelpack bei seinem Comeback. Es ist eine dieser Geschichten, die einfach nur in diesem Sport passieren. Jonathan Schmied, vergangene Saison hat er wegen Corona 3 Monate pausieren müssen. In dieser Saison hat er wegen muskulärer Probleme noch kein Spiel machen können. Aber mit dieser Leistung dürfte es für ihn ganz schnell wieder in die Freiburger Bundesligamannschaft gehen. Dass die zweite Mannschaft des Sportclubs nicht aufsteigen kann, ganz ehrlich, rein fußballerisch ist das schon auch ein bisschen schade. Denn diese Mannschaft gehört völlig zu Recht zu den Top-Teams der dritten Liga. Treu, der Kapitän, auf Vermey, heute eher unauffällig, aber mit der guten Ablage auf Engelhardt. Yannick Engelhardt, ja, viel fehlt ihm da nicht zum 3:0. Richtig gute Arbeit der Freiburger Offensive. Vermey macht den Ball fest und legt ab. Guter Auftritt der Mannschaft von Trainer Thomas Stamm. Morgen wird er 40. Geschenke aus Duisburg hat es ja in der Tat schon einige gegeben. Auch in der zweiten Halbzeit ist das Offensivspiel des MSV viel zu harmlos. Erst 29 Tore in 23 Spielen. Und heute erahnt man auch, warum das so ist. Dieser Schuss von Kaspar Jander ist die erste nennenswerte Chance der Gäste in der zweiten Halbzeit. Und das nach 68 Minuten. Kurz darauf ist Schluss für den Mann, der hier ein Wahnsinns-Comeback hingelegt hat. Jonathan Johnny Schmied. Seit Dezember hat er wieder mit der Mannschaft trainiert. Für ihn kommt Lars Kehl aufs Feld. Das Spiel plätschert jetzt so langsam aus. Beim Stand von 2:0 für Freiburg ist klar, der Sportclub muss nicht mehr und Duisburg will vielleicht noch. Aber heute läuft einfach wenig bis gar nichts zusammen. Selbst bei diesem gut herausgespielten Angriff will der Ball nicht ins Freiburger Tor. Stoppelkamp, Kapitän und Top-Torjäger des MSV, hätte hier das Spiel noch einmal spannend machen können.
Stattdessen gibt es auf der anderen Seite sogar noch die Chance auf das 3:0. Kehl mit einem guten Freistoß, der Schlusspunkt unter einem gelungenen Freiburger Fußballnachmittag. Allen voran für den Matchwinner Jonathan Schmieds. 2 Tore nach 9 Monaten Pause. Auch gegen schwache Duisburger ist das eine mehr als bemerkenswerte Leistung.